Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Um euch absolut und völlig zu verwirren, heute in völlig anderer Perspektive, andersrum in meinem Nähzimmer. Deshalb, weil wir heute nämlich gar nicht mehr nähen. Heute wird hier nur rumgekloppt mit Hilfsmitteln. Und der Feed ist voll. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich glaube, heute wird das nicht so richtig was mit dem Bingo, weil die Begriffe, die hier heute fallen, hatten wir noch nicht. Wir widmen uns ja einem ganz anderen Thema heute. Und zwar, ich wiederhole mich für all diejenigen, die ganz treu jeden Abend mit dabei sind, was ich absolut großartig finde übrigens. Aber es gibt ja immer noch Menschen, was genauso schön ist, die per Zufall oder wie auch immer hierhin finden. Und dann ist das auf einmal das erste Mal und ihr habt ja gar keine Ahnung, was wir hier tun. Was tun wir hier? Wir nähen miteinander, wir quatschen miteinander. Und zwar geht es immer um das Schnittmuster des Monats. In diesem Monat ist das Pekka. Pekka ist eine Waschtasche. Ich habe es gestern schon gesagt, ich habe sie Waschtasche genannt, damit sie so ein bisschen, wie soll man sagen, damit Männer das auch irgendwie gut finden. Waschtasche ist ja irgendwie so eher so Kosmetikbeutel oder Tasche wäre jetzt irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Also, Pekka. Pekka wird, kannst du im Grunde aus absolut jedem Material nähen. Es bietet sich aber etwas Robustes an und ich habe mich für Dry Oil Skin entschieden, weil ich dieses Material ganz besonders gerne mag und weil es sehr, sehr pflegeleicht ist. Das hat keine Haptik wie Oil Skin. Das ist also ein mattes Gefühl, wenn man das anfasst. Sehr angenehm, wie ich finde, ist aber total pflegeleicht. Man kann da einfach mit dem Lappen irgendwelche Flecken rauswaschen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass Dry Oil Skin, die Frage kam in den letzten Tagen mehrfach, einfach ganz normal zu nähen ist. Mit einer normalen Nadel, mit einer normalen Nähmaschine, da musst du gar nichts bedenken. Ich finde, das ist ein großartiges Material für Taschen und Täschchen und für alles, was irgendwie robust sein soll. Alles Zubehör für diesen Pekka, inklusive dem Gutschein für das Schnittmuster, gibt es mit der Mai-Box bei Das mache ich nachts. Und da sind zwei Größen drin. Das hier ist der große Pekka. Ich nenne ihn den Frauen-Pekka. Da passt nämlich schon echt richtig was rein. Und das hier ist der kleine Pekka, für viele Dinge geeignet und eben auch für Männer. Also mein Mann, dem reicht tatsächlich der kleine Pekka. Der kriegt da alles rein, was er auf Reisen dabei haben möchte. Ja, man kann Pekka ganz unterschiedlich dekorieren. Das mag ich an diesem Schnitt so gerne. Also er sieht ja nur wirklich komplett anders aus mit einem bunten Futter gegenüber diesem, nennen wir es maskulinen Canvas-Futter. Wir haben diesen Tab untergebracht, den ich total angenehm finde, um diesen Reißverschluss auf und zu machen. Seht ihr das hier eigentlich, was ich hier so mache? Wir sollten miteinander reden. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das hier alles seht. Also ich finde diese Tabs total gut. Wenn man da auf und zu machen will, kann man da ein Gegenstück festhalten. Ich persönlich mag auch den Trageriemen gerne. Das ist schon sehr praktisch, wenn man so mit einem Griff das Ding halten kann. Auch sehr schick für die Männervariante. Und mit einem eher edlen Reißverschluss wirkt er komplett anders als mit einem Metallreißverschluss. Heute widmen wir uns aber der Variante Metall, weil gestern sind wir ja nicht fertig geworden. Das war ja irgendwie zu erwarten, oder? Ist aber gut, weil dann haben wir dieses Thema, das offensichtlich sehr viele interessiert, in dieser Folge 4, separat behandelt. Okay, es geht um diese Lederelemente. Diese Lederelemente waren auch Teil der Box. Ich finde die wunderschön. Die sind nicht zuletzt sehr praktisch. Wenn man so etwas anbringen will an einem Reißverschluss, an einem Metallreißverschluss, muss man bedenken, dass man so einen Reißverschluss braucht, der auch wirklich eine große Öffnung hat. Es gibt viele Metallreißverschlüsse, die haben diesen breiten Stift nicht, diesen breiten Zipper nicht. Und dann kann man natürlich auch nichts Breites durchfädeln. Ist ja irgendwie, erschließt sich, ne? Also insofern ist das wichtig, dass man diese hier hat. Ich überlege tatsächlich, wir lassen die ja bei uns, also für uns fertigen, weil ich im allgemeinen Handel sowas so nicht gefunden habe, wie ich das eben haben wollte. Und ich überlege jetzt, vielleicht könnt ihr mir dazu mal ein Feedback geben,
Nachdem ihr ja jetzt, wie ich gesehen habe, schon doch ziemlich gut im Päckerrennen seid und irgendwie so für euch schon ausgemacht habt, ob das ein Schnittmuster ist, das ihr vielleicht nochmal nähen möchtet. Ich denke darüber nach, die Reißverschlüsse auch nochmal in einer längeren Länge machen zu lassen für den großen Päcker. Ich denke darüber nach, das ist ja jetzt so ein Mattgold, den gibt es auch in so einem glänzenden Gold. Ist das eine gute Idee oder ist das dann nichts mehr für die Männer? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf einem schwarzen Band schön aussieht. Also schwarzes, wir haben ja auch dieses schwarze Wachstuch im Programm. Und wie sähe das jetzt aus mit einem schwarzen auf Gold? Das sind so Dinge, damit halte ich mich abends wach. Also damit kann ich mal eine halbe Stunde wach im Bett liegen und mir darüber Gedanken machen. Jetzt lese ich, Mattgold ist besser als glänzend. Lieber nicht Gold, schreibt Ilka. Okay, ich muss das hier mal eben bei mir ein bisschen hin und her schieben, damit ich das hier ein bisschen besser lesen kann. So, Veronika schreibt, ja bitte zu was? Schwarz-Mattgold. Schwarz ist eine tolle Idee, aber ich denke eher Mattgold. Grau-Mattgold, Mattgold. Okay, und Moritz ist dabei. Ich finde, Moritz gehört in unser Bingo. Wenn Moritz nicht dabei ist, dann fehlt doch hier was. Hallo Moritz. Grüß dich. So, wenn Gold, dann matt. Alle Farben, alle Längen. Die Reißverschlüsse sind so schön. Liebe Petra, das ist ein cooler Wunsch. Ich hätte am liebsten alles, alle. Aber, ja. Ich habe ja jetzt gerade 25 Farben von diesen hier gekauft. Die sind ja jetzt so in Etappen bald da. Und ja, okay. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Euch interessiert Silber und euch interessiert ausschließlich Mattgold. Und Schwarz oder Grau wären eine Option. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Kupfer wäre toll. Okay. Okay. Vielen lieben Dank. Also ihr seid mehr Silber als Gold. Sehe ich das richtig? Habe ich da jetzt? Sag doch mal was jetzt. Okay, alles klar. Ich nehme das auf. Vielen, vielen Dank. Und schauen wir mal, was wir daraus machen. Jetzt geht es aber heute um diese Lederteile. Und das hier ist, sieht sich sehr ähnlich, das ist der Päcker, den wir hier die ganze Woche lang genäht haben. An sich ist er ja jetzt fertig. Also im Grunde genommen mit allem, was wir bis gestern gemacht haben, haben wir definitiv einen fertigen Päcker in den Händen und können den 1:1 einfach so verwenden. Aber ich bin ja ein Fan dieser Lederaccessoires, sonst hätte ich sie auch nicht in die Box gepackt. Doris mag kein Gold. Doris findet Silber gut. Grau ist cool und ich bin auch Team Silber. Alles klar, ich lese sehr, sehr viel Team Silber. Gut, dass wir hier miteinander sprechen. Ich hätte gleich nochmal Gold bestellt. Danke. Also, wir haben euch schon einen wesentlichen Teil der Arbeit abgenommen, indem wir diese Lederteile mit Löchern haben produzieren lassen. Damit bleibt euch erspart, ein gerades Loch da reinzubauen. Ja, das ist handgemacht, ne? Das ist, da ist natürlich mal, bei mir ist es zum Beispiel so, dass einer einen Hauch neben dem anderen. Ja, Komfort finde ich aber ehrlich gesagt bei Leder überhaupt nicht schlimm. Leder darf so ein bisschen benutzt aussehen. Das hat so ein besonderes Feel und insofern, ich finde, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe aber, dass die im Großen und Ganzen okay waren. Wir hatten tatsächlich in der Lieferung einige, die waren echt nicht schön. Die haben wir aussortiert und ich hoffe, wir haben alle aussortiert, die nicht schön waren. So, Bea näht definitiv noch welche. Das finde ich sehr cool. Also ich bin auch absolut Team Päcker. Welches ist das Schnittmuster für den Tragegriff? Heidemarie, ich habe das jetzt nicht verstanden. Du meinst das hier? Ist das hier gemeint? Wie man dieses Ding näht, ist in der Anleitung beschrieben. Wir haben gestern kurz darüber gesprochen und du findest, ich spinkse mal eben unter Schritt 13 in der Anleitung. Wir haben uns ja Mühe gegeben, eine sehr ausführliche Anleitung zu schreiben mit unglaublich vielen Bildern. In der Hoffnung, dass ihr das gut nachvollziehen könnt. Das Maß meine ich. Das Maß für den Griff steht vorne und zwar steht da optional Außenstoff für den Haltegriff
10 mal 16 cm. Das ist der Zuschnitt. Und die Silke hat es schon gewusst. Ihr braucht mich doch gar nicht. Das ist doch total egal, ob ich hier stehe. Ihr wisst es schon. Und dann ist in Schritt 13 der Anleitung erklärt, wie dieser Haltegriff geht. Ich persönlich finde ja, alles zusammen ist ein bisschen viel. Also Haltegriff und Schlaufen und Lederteile ist so ein bisschen überfrachtet. Ich finde, man muss sich da irgendwie entscheiden. Also hier habe ich jetzt eben nicht den Haltegriff genäht, aber definitiv diese beiden Schließdinger und hau da jetzt die Lederteile dran. So, jetzt muss ich mal kurz mitlesen. Ich schreibe doch zu viel, oh mein Gott. Okay, Heidemaries Frage ist geklärt. Den kleinen, der ist so schön handlich, eventuell mit einer Naht am Boden, damit ich den Reißverschluss absteppen kann. Okay, Bea, du kannst ja theoretisch den kleinen auch mit einem teilbaren Reißverschluss nähen. Das ist das Problem, dass du die Seitennähte nicht absteppen kannst, ist ja im Grunde nur gegeben bei Reißverschlüssen wie diesen, die eben unten geschlossen sind. Dann kriegst du das eben nicht weit genug auf. Sobald du einen teilbaren Reißverschluss hast, ist das nicht dein Problem. Das heißt, du nähst den Reißverschluss an und schneidest den vorher nicht zu, sondern lässt den ganzen Überstand, der an so einem langen Reißverschluss dran ist. Ich habe hier noch einen liegen. Also, ich zeige es mal kurz. Ist ja... Du kannst doch hier mit Bild machen. Du kannst also diesen Reißverschluss als Ganzen lassen. Du nähst den Teil an, den du brauchst. Dann kannst du ihn nämlich weiter aufschieben, die Teile komplett auseinanderklappen und in einem späteren Schritt, wenn du diese Naht hier gemacht hast, beim Großen machen wir sie ja, diese hier, kannst du einfach den Schieber wieder dorthin zurück auf Höhe der Tasche schieben und deinen Überstand abschneiden. Das ist auch eine gute Sache, weil das Material schonend ist. Du brauchst ja dann wirklich nur ganz exakt das Stück Reißverschluss, das in der Tasche versehen ist. Du hast keinen Überstand links und rechts. Und ja, beim kleinen Päcker ist das aber so, dass es ist ja so, ich drehe es nochmal um. Ich muss mal kurz nochmal mitlesen. Der große Päcker steht noch auf der Liste. Guter Plan, Yvonne. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe dabei, welche Aufsätze ich bei Primzange für die Ösen benutzen muss. Sagt Gesa. Heidemarie, okay, danke. Hab ihn heute genäht. Silke, ich habe dich sehr gefeiert. Hast du gemerkt, ne? Dein schwarzer Päcker ist ein Traum. Ich habe den in meiner Story gepostet. Ich finde den einfach wunderschön. Die Silke hat nämlich einen schwarzen Zipper genommen und der ist der Hammer. Und jetzt habe ich noch eine Idee. Oh Gott, die müssten mir mal beim Aussuchen helfen. Ich muss mal kurz auf die andere Seite und dann zeige ich euch was. So, Ladies, wir suchen jetzt zusammen was aus. Wie wäre das? Das hier ist der gelbe Reißverschluss, die jetzt ganz bald in den Shop wandern. Heute habe ich das schon wieder nicht geschafft. Wir haben ganz viel gepackt heute. Dank euch, vielen lieben Dank. Und ich finde immer wichtiger, dass Kunden ihre Ware bekommen, als dass, also an sich wäre es sinnvoller natürlich, wenn wir immer den Shop voll hätten. Aber ich möchte nicht, dass jemand warten muss. Und wir versuchen einfach so schnell wie möglich, Ware dann auch zu verschicken. Aber sobald wir damit fertig sind, wandert die ganze neue Ware in den Shop. Wir haben jede Menge bekommen. Also, passt auf. Wir haben, es gibt neuerdings, ich habe die bisher nur in Gelb, in kurz und lang, diese Zipper mit einer, so einer Art schwarzen Schiene. Das ist so ein Silberschwarz. Und die haben Zipper, die leuchten, naja, das ist so eine Mischung aus Silber und Schwarz halt. Die Farbe heißt Gunmetal. Und ich finde die ganz schön fancy. Und als ich heute Silkes schwarzen Oilskin-Packer gesehen habe, habe ich gedacht, eigentlich, wie wäre es, wenn wir diese schwarzen Zipper mal bestellen für die Variante mit Schwarz. Das sieht bestimmt rasend toll aus. Was meint ihr? Findet das jetzt nur ich cool? Doris hat heute die Spezialbox bekommen. So schön. Ich werde Sonntag anfangen zu nähen. Ich bin super gespannt, was du daraus nähst. Und in der Spezialbox sind ja auch schon zwei Reißverschlüsse drin. In jeder Farbe ist einer. Das heißt, das ist auch unsere Reißverschlussqualität. Trick 17, ne? Kann ich mich von einer Schnitt? Dankeschön. Der schwarze Päcker ist echt toll, ja. Dein Nähzimmer sieht so ordentlich aus. Ilka, unter uns, die Seite sieht ordentlich aus. Ich habe gerade die Sachen, die hier rumgenommen, auf die andere Seite gelegt. Das sind die Geheimnisse, die man nicht ausplaudern sollte. Aber wir sind hier unter uns.
Renate wartet auf die Spezialbox. Die ist unterwegs zu dir, weiß ich ganz genau. Sie muss ja auch mit uns nähen und plaudern, Ilka. Ilka, was hast du gefragt? So, Erika findet Gunmetal toll. Also ist Gunmetal unser aller Ding? Ich habe die bisher nur in 5 Farben bestellt. Wir kriegen die, ich muss kurz nachdenken, in einer Farbe passend zu Blush. Das ist so ein rosarot. Wir kriegen die in so einem Khaki-Grün. Auf Beige haben wir diese Gunmetal-Dinger. Und auf Gelb, glaube ich, bisher. Aber vielleicht sollten wir die auf Schwarz bestellen. Das dauert dann nochmal einen Moment länger, aber ich glaube. Ich warte noch sehnsüchtig. Ich hatte Probleme beim Bestellen. Sabine, Probleme beim Bestellen der Special Box? Das finde ich nachher raus. Yvonne, für ein schwarzes Band mit Gunmetal klingt gut. Alles klar. Ich danke euch für die Einkaufsberatung, die ihr mir heute gibt. Das sind nämlich so Dinge, da kann ich mich ja tagelang mit beschäftigen. Und ich will ja auch, dass es euch gut gefällt. Also wenn ihr jetzt sagt, mehr Silber als Gold und Gunmetal auf Schwarz, dann ist das doch eine super Idee. Also, noch ein Fan von Gunmetal. Eher Gunmetal als Mattgold. Alles klar. Das hier sind ja Metallreißverschlüsse. Und Metallreißverschlüsse kann man tatsächlich nur in Silber und Gold und so ein paar ausgewählten Farben bestellen. Ich habe die Farbkarte jetzt gar nicht im Kopf. Das hier sind ja diese sehr, sehr glänzenden. Kann man die auf Schwarz? Ich finde das raus. Warum fragst du nicht gleich? Ina, wir machen das jetzt so. Wir treffen uns einmal die Woche und dann stelle ich euch all die Fragen, die mich nachts wach halten. Und dann machen wir hier ein Voting und fertig. Nein, also, aber ich bin ja dankbar. Ich habe ja gestern gelernt, ich brauche euch wirklich nur zu fragen und dann kriege ich auch eine Antwort. Und insofern, wir haben jetzt das Voting Gunmetal Schwarz. Alles klar, vielen lieben Dank. So, wo waren wir denn jetzt? Von wo sind wir abgekommen? Ich habe meinen Gedanken verloren. Merkt man, ne? Gesa hätte gerne ein Paintbrush-Paket mit vielen Blautönen. Einverstanden? Du meinst einmal so eine Runde durch Blau. Okay? Ja. Kann man, ja, angenommen, Gesa. Das ist wieder so eine Sache, wir kriegen jetzt am Montag Nachschub. Es ist im Moment, ich weiß ja überhaupt nicht, ob euch das interessiert, wenn ich euch sowas hier erzähle. Ihr wollt wahrscheinlich gerade nur wissen, wie man Nieten einschlägt. Aber es ist ja so, im Moment ist der knappeste Artikel in der Nähwelt Unistoffe. Das ist etwas, wovon sich die Lieferanten normal, also die Großhändler, normalerweise nicht so richtig viel auf Lager legen, weil die das eben immer nachbestellen können. Und seitdem die ganze Welt Masken näht, und ich meine wirklich die ganze Welt, das sind ja nicht nur wir hier in Deutschland und in Europa, die USA, wie verrückt, und auch viele, viele andere Nationen, ist das heißeste, gefragteste im Stoffmarkt Unis. Und ich habe im Moment wirklich meine liebe Mühe, das alles in den Mengen zu bekommen, in denen ich es gerne hätte. Und ich gebe alles, ich versuche das immer auf verschiedensten Wege und wir kriegen jetzt auch nächste Woche wieder eine große Lieferung. Aber das ist alles gar nicht so einfach im Moment. Und ich hoffe, dass die Situation wieder ein bisschen leichter wird und dass ich eben einfach sagen kann, oh, ich hätte aber jetzt gerne mal diese 7 Blaustoffe und dann kriege ich die auch. Bis dahin hoffe ich, dass das schön ist und euch gefällt, was ich habe finden können. Petra will Metallreißverschlüsse in Regenbogenfarben. Echt, das ist unser Ding, Petra? Okay. Silke, ich nähe dann die großen Päcker mit Gunmetal und schwarzem Oilskin. Alles klar, das ist ein hervorragender Plan. Also diese Sache mit Schwarz und Metal, das habe ich fest eingebonkt. Bestell bitte gleich genug. Was ist genug? Ich weiß nie so genau, was ist genug. Es ist, ja, also wir sind ja nicht ein Imperium, ja. Wir sind ja hier wir sind kein Zwergenladen, aber wir sind ja jetzt nicht riesig. Und wenn ich eine Farbe bestelle, bestelle ich 200 Stück. Und dann sind die trotzdem ganz schnell weg. Und ja, aber ich bemühe mich, genug zu bestellen.
Gesa, wir haben ein Set mit Blau und Weiß, nee, Weiß, Blau und Hellbrautönen. Und wir kriegen morgen eins in den Shop mit Blautönen und Rosatönen. Beim Unistoff sieht das so. So, pass mal auf. Sollen wir jetzt mal hier was machen? Das ist so. Ich glaube tatsächlich, Schwarz und Gunmetal, die Gesa schreibt das gerade, Schwarz und Gunmetal wäre was für ihre beiden großen Söhne. Nachdem ich das heute bei Silke gesehen habe, und eigentlich hätte Silke verdient, dass wir damit dafür das ganze Ding von Pekka in Silke umbenennen, weil das so toll aussah und weil ich fand, dass das die beste Werbung dafür war, dass das ein Schnittmuster ist, das man super gut für Männer nähen kann und auch für 16-jährige Söhne, die nie was Selbstgenähtes haben wollen, weil mega uncool, die lieben dann Pekka, weil das einfach total cool aussieht und man so einen coolen Kosmetik, so eine coole Kosmetiktasche, Waschtasche, einfach auch gar nicht kaufen kann. Gestern habe ich eine Tasche gerepostet von der Anja. Da hatte mir jemand zurückgeschrieben, das sähe so edel aus, diese Tasche, was ich übrigens auch fand. Da hätte Longchamp auch nichts Schöneres im Programm. Möchte ich doch mal gemeint haben. Also man kann da echt eine Menge draus machen. So, ihr Lieben, jetzt aber mal hier. Tina fragt, ob wir so fertig sind mit Nähen. Wir haben doch noch nicht mal angefangen. Wir quatschen doch nur. So. Tina, du kennst mich doch langsam. Du weißt doch, was hier los ist. Minute 26, als hätte ich da schon mal was genäht. Pff. Tina, übrigens, heute nähen wir ja überhaupt nicht. Heute, ich muss das wieder kippen. Also entweder mein ganzer Ausschnitt ist im Bild oder ihr müsst in die geblendete Lampe gucken. Heute ist hier so ein bisschen Not gegen Elend. Okay, Liesel macht sich schon Sorgen, weil hier überhaupt gar keiner näht. Alles klar. Silke hat ihren Bäcker sofort verloren und muss mal für Nachschub sorgen. Alles klar, ich kümmere mich um Gunmetal Schwarz. Okay. Teschi, man, 30 Minuten Intro ist hier normal. Ich habe gelernt, auf YouTube muss man am Anfang, in den ersten 2 Minuten, alles super spannend erzählt haben, sonst klicken alle weg. Ich glaube, ich bin gar nicht gemacht für YouTube. Ich kann das gar nicht. So, Gesa sagt es schon, wir machen heute die harten Sachen. Alles klar. Es geht relativ einfach los. Wir haben hier dieses Teil, das ist schon relativ selbsterklärend. Wir stecken das hier durch. Okay. Und dank der beiden Löcher und dank den Nieten, die ja schon beiliegen in der Box, ihr habt das Rundum-Sorglos-Paket bekommen. Silke, Daumen hoch. Soll man mal ein Schnittmuster nach dir benennen? Die Silke. Wir sind halt anders. Astrid, ich glaube, ihr seid einfach nur, wie soll man das sagen? Leiterprobt. Ihr seid leiterprobt, weil ich einfach so viel quatsche. Was soll man machen? Teschi mag unsere Fachgespräche. ihr seid echt die Besten. Das will ich euch wirklich mal sagen. Okay, passt auf. Es gilt jetzt zu entscheiden, was ist hier oben und unten? An sich sieht es schöner aus, finde ich, wenn die Waschtasche im offenen Zustand die schöne Seite nach oben hat. Das ist jetzt so ein bisschen Auslegungssache, aber ich finde das schöner. Das heißt natürlich auch, dass aber es sieht trotzdem gut aus. Im zuen Zustand, wenn es dann nach unten klappt, sieht man es, aber meist bleibt der eh so liegen. Weil es gibt eben jetzt hier eine schöne und eine nicht so schöne Seite. Die Entscheidung müssen wir treffen. Ich entscheide mich dafür, dass die schöne Seite oben ist, wenn die Tasche auf ist. Der Daumen war für die Reißverschlüsse, sagt die Silke. Ganz ehrlich, ich fand das so toll heute. Ich habe mir das dreimal angeguckt. Du machst so schöne Sachen. Die Silke kam heute in meiner Story übrigens zweimal vor. Diese wunderschöne Bestellung, die ich fotografieren musste, weil die so schön aussah, war übrigens auch von der Silke. Die Silke hat Geschmack. Okay, was mache ich? Es gibt, Moment. Eure Ösen, Nieten, die heißen Nieten und nicht Ösen, haben zwei Seiten. Einmal gibt es diese Seite mit diesem langen Stift. Und einmal gibt es diese schöne Seite mit dem Kopf. Okay? Komm mal näher, die Tasche ist so weit weg. Alles klar.
Könnt ihr das sehen? Es gibt eine schöne Seite und es gibt eine Seite, meine Finger sind zu dick, ich versuche mal, so. Da ist so ein Stift dran. Und an diesem Stift, an diesem Stift sind Auskerbungen und das ist auch richtig so. Wenn das so aussieht, dann ist die nicht kaputt. Die soll so sein, okay? So, Teschi findet, wir machen das alles falsch rum. Wir sollten das lieber so machen, dass sie im geschlossenen Zustand so aussieht. Ich habe mich für die andere Variante entschieden. Und Yvonne weiß, dass es Nieten gibt, die auf beiden Seiten schön sind und geschlossen sind. Das stimmt auch. Gibt's auch. Ich, ja, wir haben diese im Programm. Es gibt auch diese Chicago Screws oder wie die heißen. Die haben wir an uns. Das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Wir haben geliefert bekommen, noch nicht im Shop, ganz, ganz viele tolle Ledergriffe für kurze Taschen, für Crossbody-Taschen, für Schultertaschen und die sind aus Echtleder. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass ich die gefunden habe, weil die sehr, sehr schlicht sind, was ich mag, weil die sehr schöne Lederfarben haben. Es gibt also immer so ein Schwarz, ein Kamelton und ein Dunkelbraun und noch ein paar andere Farben passend zur Special Box. Und was ich super cool finde an diesen Henkeln, ist, dass die diese Schrauben haben, die man überhaupt nicht mit einem Werkzeug einschlagen muss. Die, jetzt habe ich keine hier, warum habe ich jetzt keine hier, wenn man es mal braucht? Die sind, die kann man mit einem Schraubenzieher eindrehen. Man kann die also ineinander verschrauben und das letzte Stück dreht man dann mit dem Schraubenzieher. Wer also sich völlig davor scheut, mit grobem Werkzeug an seiner Tasche zu arbeiten, bei diesen Dingern braucht ihr das nicht. Ich finde die richtig schick. Die Beschläge sind auch so ein dunkles Silber, die sind nicht Gold. Für all diejenigen, die Gold nicht so gerne mögen. Also ich bemühe mich darum, dass die jetzt morgen spätestens Sonntag im Shop sind. Und die sind absolut super, ganz tolle Qualität. Ja, Buchschrauben heißen die. Yvonne, danke schön. Buchschrauben, genau. Das sind die, die dabei sind bei diesen Ledertragehenkeln. Und ja, es ist ein ganz dünnes Crossbody dabei. Die ist, glaube ich, nur 1,5 cm. So ein richtig feines, ja, ich finde das schön, wenn die so ein bisschen graziler sind. Ich bin gespannt, wie ihr die findet. Ich finde die sehr schön. Genau, darf nicht so häufig auf Barbara sein. Entschuldigung, so war das gar nicht gemeint. Aber ich muss doch hier meine Freude mit euch teilen für all die schönen Sachen. So, bei der Gelegenheit habe ich die Schraube falsch eingesetzt. Schrauben in Gunmetal. Muss ich mal finden, ne? Bea weiß Bescheid, im Buchbinderbedarf gibt es viele Stärken. Ich gucke mal, dass ich Gunmetal finde. Dass wir die irgendwie anbieten können. Zu den Dingen, dass ihr die irgendwie aus einer Quelle bekommt und nicht, also wenn euch das hilft, dass ihr nicht aus 13 Quellen die Sachen zusammentragen müsst. So, was habe ich gemacht? Ich quatsche hier nur. So, ich habe jetzt den Stift mit der langen Seite durchgeschoben, okay? Und die andere Seite kann man jetzt draufsetzen und wenn man das macht, dann gibt das so ein schickes Klicken. Wir hören das. Habt ihr es gehört? Ich weiß nicht. Susanne ist bei uns. Grüß dich, Susanne. Du hast fast gar nichts verpasst. Wir nähen heute nicht. Wir quatschen und befassen uns mit diesen Dingen hier. Und haben diskutiert, welche Reißverschlussfarben wir noch wollen. Das ist bis hierhin passiert. Okay? Also, das Ganze sieht jetzt so aus, was total praktisch ist, weil es ab hier nicht verrutschen kann, wenn ihr es weiter bearbeiten wollt. Und ist aber noch nicht fertig. Also das alleine reicht nicht. 1A gehört, sieht er mal. So, jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie man das anbringen kann. Ich muss gestehen, ich bin
Manche der Methoden nutze ich gar nicht so. Ich kann sie euch aber theoretisch alle erklären. Variante 1 ist eine Zange. Es gibt ja von Prim diese Zange. Ich habe extra mit Prim gesprochen und mal nachgefragt. Und die haben mir gesagt, dass sie diese Zange nur für ihre eigenen Nieten haben. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das mit dieser Zange klappt, die Prim hat. Hat das irgendjemand schon ausprobiert mit dieser Alleszange? Ich habe eine Nieten- und Ösenpresse, schreibt die Petra. Dann ist das eine hervorragende Wahl. Ist die von Prim? Ich weiß es nicht. Petra, schreibt mal was. Variante 2 funktioniert auch. Kennt ihr diese Zange? Die ist total praktisch. Die gibt es für Schlüsselanhänger. Diese, wenn man, die muss man zusammenpressen am Ende. Und die kriegen dann relativ schnell Beulen, wenn man das mit einer normalen Zange macht. Und deshalb gibt es diese Zange mit dieser Gummiklammer darüber, damit man eben gleichmäßig dieses Schlüsselteil zuklemmen kann. Ich finde das großartig. Soll ich das mal eben zeigen? Ganz kleinen Moment. Entschuldigung, da bin ich wieder. Diese hier meine ich. Diese Schlüsselanhänger-Dinger. Ich mache total gerne Schlüsselanhänger. Und damit, man muss das ja mit der Zange am Ende zudrücken. Und bei einer normalen Zange, wenn man da nicht vorsichtig und gleichmäßig auf allen Seiten drückt, kriegt die Beulen, diese Dinger. Da habe ich schon, der Jochen ist bei uns. Grüß dich, Jochen. Hallo. Diese Zange hier gibt es nicht im Baumarkt. Ich habe die, wo habe ich die denn gekauft? Ich könnte mich mal darum kümmern, wo es die gibt. Ich habe die in irgendeinem Shop mal aufgetan und ich bin sehr dankbar, dass ich die habe, damit man eben hier gleichmäßig diese Dinger zudrücken kann. Die ist genau dafür konzipiert. Und wenn ich das jetzt eben vorsichtig zudrücke, dann habe ich einen nicht verbogenen Schlüsselanhänger. Und wenn man so etwas öfter macht, finde ich, ist das eine gute Investition. Und deshalb habe ich diese Zange und manchmal drücke ich damit auch einfach meine Dinger ein, weil wenn ich jetzt nicht so feste drücke, ich versuche das jetzt ein bisschen vorsichtig, aber dadurch, dass das hier diese, so, fertig, drin ist sie. Also das ist ein total praktisches Werkzeug und von mir sehr geschätzt, auch für solche Zwecke. Ich finde, das ist eine gute Investition, wenn ihr mit solchen Teilen öfter mal arbeitet. Ja, die Primzange. Es ist ganz ehrlich, ich habe die auch. Ich nutze die nicht so oft, weil mich das total nervt, dass ich jedes Mal vergesse, wie welcher Aufsatz was ist. Dann google ich das und gucke mir ein YouTube-Video an. Diese Videos sind einfach grauenhaft. Da muss man sich irgendwie 10 Minuten einen Blödsinn anzugucken, um diesen einen Teil mitzubekommen. Und dann bin ich schon so genervt, dass ich was anderes mache. Also es ist jetzt nicht gerade Werbung für Prim, aber ich lerne gerade. Diese Zange gibt es bei Snapply. Ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber ich finde die super. Tja, Teschi, du siehst jetzt erst die andere Perspektive in Minute 38. Was ist hier los? Ja, heute stehen wir andersrum. Heute stehen wir an meinem Zuschneidetisch. Also, Variante 1, Variante 2. Genau, Yvonne hat damit auch eine Testniete probiert. So, wie heißt die Zange? Das ist eine gute Frage. Frau Machwerk hatte die Zangen mal. Alles klar. Schlüsselband-Rohling-Zange heißt das Ding, weiß die Sabine. Ich kann mich da mal sonst umtun. Ich finde, das ist eine sehr gute Investition. Kerstin teilt mein Leid mit der Prim-Zange. Ich weiß nicht, wir sind nie so richtig warm geworden, die Zange und ich. Der Teschi hing so gebannt an meinen Lippen.
14. So, nächste Variante, Hammer. Was ihr machen könnt, ihr könnt, das, wir machen jetzt mal hier so ein Ding rein. Und dann machen wir mal verschiedene Taktiken bei unterschiedlichen Teilen. Wir definieren jetzt also, wo wir erstmal dieses Lederteil hinhaben möchten. Das kann man per Augenmaß, wie ich finde. Also das Gute ist, man hat ja bei dieser Tasche diese beiden Orientierungs-, man hat ja drei Nähte hier. Und da irgendwie sich in die Mitte zu bauen, halbwegs gerade, das traue ich mir mit Augenmaß zu, so ungefähr. Okay? Teschi hat zwei von den Zangen. Du kannst ja mal ein Seminar geben, wie man es hinkriegt, dass man nie die Dinger verbummelt, die man dafür braucht, und sich merkt, was man braucht. So, was wir jetzt machen, wir markieren die Löcher. Geht mit verschiedenen Methoden. Ich habe so ein Stiletto von bei Annie. Das ist ein super, super Hilfsmittel. Damit kann man das machen und einfach einmal durchstechen. Alternativ Nahtauftrenner. Kannst du auch einfach mal komplett jetzt durchstechen bis zum Innenteil und deine beiden Löcher markieren. Super Video, sagt der Jochen. Jochen, hast du ein Herz für Gequatsche? Dann bist du hier goldrichtig. So, ich habe jetzt also hier zwei Löcher mir markiert, okay? Habt ihr das gesehen? 1, 2. Die mache ich mir jetzt ein bisschen größer. Mit Hilfe einer Stickschere popel ich da jetzt so ein bisschen drin rum. Teschi, hast du eigentlich einen Block? Ich weiß das gar nicht. Hast du einen Block? Das ist ja mal ein guter Trick. Teschi hat die Aufsätze immer bei den entsprechenden Materialien. Die für die Ösen bei den Ösen, die für die Jackenknöpfe bei den Jackenknöpfen. Du bist ein Fuchs. Und Jochen hat ein Herz für Gequatsche. Das ist wunderbar. Dann bist du uns hier herzlich willkommen. Oder einfach mal ein Foto machen. Ist auch ein guter Trick. Dankeschön. Fotos von den richtigen. Genau, Teschi. Tu uns doch bitte mal den Gefallen und mach mal eine Insta-Story dazu. Deine Insta-Stories sind immer super und dann lernen wir das alle mal dazu. Ginge das? Ich habe die in einer Pulmolldose, da findet man sie immer wieder. Das Problem bleibt, welche wofür. Siste und Teschi hat uns jetzt erklärt, wie es geht. Guck mal, ihr wisst das ja alle. Ich finde, ihr solltet mal mehr Tipps hier an mich zurückgeben. So, ich habe jetzt so gepopelt, dass ich auf der Innenseite sehe, wo ich hin muss. Und stecke also jetzt quasi da mein Getösel hier rein. Wo soll man das auch sonst aufbewahren? Ja, danke schön. Wenn man es weiß, ist das ein hervorragender Tipp. Ach, ich muss mehr popeln. So, wir machen jetzt wieder die Stiftseite nach innen. Also heute ist das hier aber ein Dorf, guck mal. Das ist jetzt aber hier eine schwere Geburt gewesen. Tut mir leid, ich muss hier noch ein bisschen wursteln. Irgendwie sind wir heute auf Kriegsfuß hier, mein Päcker und ich. Wo ist denn hier mein Loch? Wie war denn euer Tag so bis hierhin? Ich hoffe, ihr habt das Wetter genießen können. Heute war schön, oder? Richtig warm. Meine Kinder wollten heute den ganzen Tag irgendwie mit Wasser rumpritscheln. Für die ist schon Sommer. So, ich habe eine Lochzange genommen. Ja, ich popel da immer so rum. Das tut's auch. Ich habe bei einer Lochzange habe ich immer Angst, dass ich zu viel da loche.
dass mein Loch zu groß wird und diese Popelmethode erscheint mir immer sicherer. Also, was habe ich jetzt hier? Ich habe hier die beiden Stifte. Seht ihr das? Ich setze da jetzt mein Leder rein. Jetzt setze ich die Köpfe auf, bis es klickt. Ihr wart im Freibad, Ina? Die haben schon auf? Habe ich schon die Freibäder auf? Habe ich was verpasst? Mit einer Crocodile-Zange müsste das auch gehen. Die macht auch die Löcher. Darum ja kleinste Größe. Ich popel gern. So, nächste Variante ist Hammer. Dafür lege ich was unter, weil wenn du feste auf so einer Unterlage, also ich habe jetzt hier diese Schneidematte, die ich kann hier für mich mal hochbiegen. Diese Schneidematte ist wirklich sehr, sehr dick. Sieht man das jetzt in der Kamera? Ja. Die auf meinem Nähtisch liegt. Die ist schon relativ stabil und die schützt den Tisch. Wenn du aber jetzt zu Hause auf dem Esstisch nähst und du hast da deine kleine Schneidematte und haust da mit dem Hammer drauf, dann bin ich mir nicht sicher, wie es dem Tisch danach geht. Also ich würde das draußen machen oder ich würde etwas unterlegen. Es gibt so ganz tolle Ledersandsäcke. Das ist ziemlich fancy. Sowas habe ich nicht. Ich nehme jetzt einfach ein dickes Handtuch nochmal drunter oder ja, etwas Stabiles. Auf jeden Fall, dass ein bisschen nachgibt, damit die Öse an der Vorderseite möglichst auch noch schön aussieht und ja, um meine Platte ein bisschen zu schützen. Und jetzt muss ich mal ganz schnell lesen, was hier los ist. Veronika war auf dem Markt. Da bin ich seit Anfang Corona nicht mehr gewesen. Kleidung aussortiert, Schränke sauber gemacht, Schlafzimmer in einen anderen Raum umziehen. Moment mal, das hast du alles heute gemacht, Petra? Bist du Wonder Woman? Ich brauche für jeden dieser Punkte ein Wochenende. Bei uns in Niedersachsen haben die frei wieder auf. Nicht schlecht. Teschi hat sich ein Fahrrad gekauft. Ein guter Plan. Bei uns ist kühl und aprillig in Österreich. Habt ihr schon Zwetschgensaison? Marillensaison? Das müsste doch langsam los. Nee, die Blüte ist jetzt, ne? Noch ein, zwei Monate. Oh, ich kann schon nicht abwarten. Zeig mir bitte nochmal, wo genau du das Leder aufgesetzt hast. Ich kann jetzt den Kopf hier. Doch. Warte mal, ich krieg's nochmal abgepopelt. Also, pass auf. Ich habe den Stift durchgesetzt. Also, ich habe innen diese Seite vom Stift angesetzt. Durch meine Popelei hier geschoben. Dann habe ich das Leder dazwischen gesetzt. Und dann den Kopf, den schönen Kopf drauf, bis es klickt. Damit der nicht mehr verrutschen und abfallen kann im nächsten Schritt. Hast du das gesehen, Gesa? In Bayern war es heute nicht so warm. Wir hatten es heute super warm. Meine Große ist Leistungsschwimmerin. Sie geht morgen das erste Mal wieder schwimmen. Ja, meine Tochter geht das erste Mal nächste Woche wieder zum Basketball. Und ich hoffe, das fängt bald wieder an, weil denen fehlt der Ausgleich vom Sport so sehr. Wahnsinn, Ina, auch Leistungsschwimmer. Alles Schwimmer hier, Mann. Ich habe schon meinen Tisch gestanzt, schreibt die Teschi. Ja. Unsere Schwimmbäder machen erst im Juni auf. Ich nehme mal meine kleine Holzplatte als Unterlage. Astrid, sehr guter Plan. Ich habe nicht so viel Klamotten, schreibt die Petra. Nähst du deine Klamotten oder kaufst du deine Klamotten oder halbe halbe? Tanja hatte heute frei und war bei Gericht als Schöffin. Dann habe ich die Sonne genutzt. Das ist auch ein cooler Job, oder? Je nach Fall wahrscheinlich. Marillen sind erst im Juli reif, schreibt die Astrid. Ich liebe, liebe, liebe Marillen. Ich esse jeden Tag Marillenmarmelade und ich kaufe immer die gute von Stauds, weil alle anderen sind nix. Wie viel Abstand ungefähr zur Naht, will Gesa wissen. Ach so, du willst wissen, wo ich das platziert habe. Das war die Frage. Ich halte mal die Kamera. Das ist ein bisschen Geschmackssache, ne? Aber so finde ich es schön. Siehst du das? Also so, ich würde sagen, ein Zentimeter unterhalb der Naht, anderthalb Pi mal Daumen Zentimeter zur Seitennaht. Das ist, würde ich jetzt mal so grob sagen, das Maß. Leider gibt es heuer nur wenige Marillen. Die Blüten sind erfroren. Oh mein Gott, was mache ich denn dann?
So, ich komme hier gar nicht mehr mitzulesen. Wird das Köpfchen nur draufgesteckt? Nein, Susanne, das Köpfchen wird jetzt eingeschlagen. Aber ich quatsch die ganze Zeit und deshalb haben wir das noch nicht gemacht. Kaffee trinken, Baby angucken. Oh, das ist schön, die riechen immer so gut. Petra näht ihre Kleidung noch nicht, aber bald, oder? Ich habe auch frei und Päcker genäht. Sehr gute Wahl. Jochen ist auch eine Schwimmratte. Na, Jochen. So, ihr Lieben, ich höre jetzt auf zu lesen und ich kloppe jetzt. Ich kloppe von der Innenseite. Wenn du nämlich von der schönen Seite haust, haust du dir ja deine Öse kaputt, okay? Passt. Sitzt bombenfest. So, dazu fehlt mir noch eine Overlock, schreibt die Petra. Also, ich weiß ja nicht, ob du die Mädels kennst, die den Love to Sew Podcast machen. Das ist ein englischsprachiger Podcast rund ums Nähen. Und den macht Caroline, die hat ein großes Stoffgeschäft in Kanada, Blackbird Fabrics heißt das, mit ganz schönen Stoffen. Aber mehr so Richtung Bekleidung. Und die zweite ist Helen von Helen's Closet. Die beiden machen zusammen diesen Podcast. Der ist wunderschön. Also wenn du gut Englisch verstehen kannst, den kann ich dir sowas von ans Herz legen. Der macht ganz viel Freude und die haben da immer ganz viele Themen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass man übers Nähen podcasten kann, weil ich dachte immer, das ist ein sehr visuelles Thema. Aber es ist wunderbar. Was ich sagen wollte, die Helen, die ja nur ein eigenes Schnittmusterlabel hat und nur Klamottenschnitte macht, hat dann irgendwann gezählt, sie hätte sich jetzt mal eine Overlock gegönnt. Zu dem Zeitpunkt hatte die schon ihren kompletten Kleiderschrank selbst genäht. Also ich glaube, man muss gar nicht unbedingt eine Overlock haben. Die macht das Leben leichter, ja. Sie macht Innennähte schöner, ja. Aber man kann ja auch French Seams und sowas machen. Also es gibt ja auch Methoden, wie man Nähte schön versäubern kann, ohne eine Overlock. Also lass dich davon nicht vom Nähen abhalten. Es gibt wirklich ganz schöne. Der heißt Love to Sew. Also Love, L-O-V-E, T-O, neues Wort, Sew, S-E-W. Und der ist umsonst, den kann man über eine klassische Podcast-Form hören. Die haben über 100 Folgen und es gibt, manchmal haben die Gäste aus der Nähwelt, sehr spannend. Ganz oft geht es um bestimmte Themen, Wintermantel nähen, irgendwas, keine Ahnung, Reste vernähen. Jetzt gab es eine Folge zum Thema Bias Tape, aber es gibt auch manchmal so ganz, so eine Folge zum Beispiel, warum ich nähe. Und da kamen auch ganz viele Zuschauer zu Wort. Da wird einem richtig warm ums Herz. Das ist total schön. Also das ist ein super, super schöner Podcast. Also wenn ihr das gut verstehen könnt auf Englisch, dann guck mal, Petra. Dann empfehle ich dir den Podcast. Ich hätte das nicht gedacht, aber der ist wunderschön. Also ganz, ganz, wie hieß denn diese eine Folge, die mir so gut gefallen hat? Sewing makes you love yourself, glaube ich. Also wörtlich übersetzt, Nähen hilft dir dabei, dich selbst zu lieben. Und die beiden haben einen wunderbaren Blick aufs Nähen und ganz viele Tipps. Die Caroline ist ja eher so aus der Stoffwelt, kennt sich total gut aus mit Materialien. Und Helen ist halt diejenige, die Schnitte designt, die kommt eher aus der Ecke. Aber die sind einfach so schön. Ich selber kenne keinen deutschsprachigen. Es gibt den von Schnittduett, weil Freya gerade fragt, dass es sowas auf Deutsch nicht gibt. Also der von Schnittduett, ich habe da noch nicht reingehört. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das ganz nett sein soll. Und es gibt einen, habe ich mal reingehört. Wie heißt denn der nochmal? Ach shit, das habe ich jetzt vergessen. Ja, wir machen hier die visuelle Nummer. Wir quatschen ja auch. Helen hat aber leider nichts in meiner Größe. Meinst du Helens Closet? Ich weiß nicht, ich kenne deine Größe nicht. Die haben die fangen ja grundsätzlich an bei Größe 32 nach unten, also Größe 0. Und die haben jetzt ihre Schnitte erweitert bis Kleidergröße
US 30. Und das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das 54 ist oder 56. Also das sind schon, die gehen schon relativ weit hoch. Früher hatten die nur bis 20 und jetzt haben die vor einem Jahr angefangen, ihre Schnitte nach oben noch zu erweitern. Und vor allem super, super gut angepasst auf Frauen mit einer kurvigen Figur. Also die haben einen komplett neuen Block genommen und von dort aus die Schnitte gemacht. Und die sitzen Bombe. Also Helen's Closet, ich habe die mal im Blog empfohlen. Super, ganz, ganz tolle Schnitte. Vielleicht ist das was für dich, Petra. Die sind ganz toll beschrieben auch. Ich finde, das sind hervorragende Schnittmuster. Es gibt einen, der ist, den ich werde nicht müde, den ständig und jedem zu empfehlen. Das ist der Blackwood Cardigan. Das ist, hier hängt eine. Moment, ich zeige ihn dir. Das ist der von Grete. Den habe ich für Grete genäht. Den hängt hier noch rum. Das ist so ein Cardigan, der also eine offene Leiste vorne hat. Der hängt locker offen drüber. Und der hat relativ enge Arme, was ich persönlich ganz gut finde, damit man auch unter Jacken und so das noch bequem hat. Und ja, ich finde den total schön. Und den habe ich schon ganz vielen empfohlen, die anfangen wollten, Klamotten zu nähen, weil das so ein dankbares Schnittmuster ist. Der passt erstens wirklich gut, der sitzt bei sehr vielen. 64, also ich glaube, Petra sagt jetzt, dass die Kleiderrange für sie nicht passt. Es gibt da, glaube ich, ganz gute Methoden, von dort ab zu erweitern, weil das ja schon ein Curvy-Block ist. Also, ich glaube, ich verstehe, dass das schwierig ist, wenn man mit dem Nähen anfängt, wenn man da nicht was hat, was von Anfang an passt. Wenn man dann noch das Schnittmuster wesentlich verändern muss. Aber das ist ein Schnittmuster, wo man, glaube ich, wenn man jetzt, also das kann man längst nicht bei jedem Schnittmuster machen, aber wenn du dann an das Schnittmuster noch so ein bisschen die Größen im selben Abstand erweiterst, ist quasi für dich nochmal vergrößerst, dann könnte das helfen. Ich weiß, dass Cashmere, das ist auch ein amerikanisches Label, die haben auf 32 erweitert. Also die gehen noch ein bisschen weiter in der Größe und die passen extrem gut auch für Frauen, die viel Brust haben. Darauf haben die sich spezialisiert. Muriel von 5 cm Nahtzugabe. Von dem Podcast habe ich schon mal gehört, Herr Schi. Ich habe den aber noch nie gehört. Krafteln, das war der Podcast, in den ich mal reingehört habe, Tanja. Ich fand den aber so ein bisschen monoton, wenn ich ehrlich bin. Judith hat von Helen's Closet das Muster für die Leggings. Das ist die Avery Leggings. Die ist super cool. Guten Tag. Entschuldigung wegen meinem Namen, schreibe auf dem Account von meinem Sohnemann. Hier ist jeder willkommen mit jedem Namen, meine Liebe. Ich kann den Namen nicht lesen, der hat zu viele Ys, aber herzlich willkommen. Hab schon 4 Blackwood Cardigans, passen super und sind vorteilhaft. Ja, ich finde auch, das ist ein super, super guter Schnitt, der sehr vielen Frauen steht, weil das ist ja eher so ein Dreit, also meist sieht man, wenn man 3 Kleidungsstücke hat. Ich habe hier irgendwie ein viel Dekolleté heute, Leute, sagt doch was, Mensch. Wenn man, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Normalerweise sieht man mit 3 Kleidungsstücken irgendwie so ein bisschen mehr angezogen aus als mit 2. Also ein Shirt, eine Hose und ein Cardigan sieht irgendwie besser aus, finde ich, als ein Shirt, nur ein Shirt und eine Hose. Ich könnte dich knutschen für die Infos. Im Laufe des Jahres bekomme ich ein Magenband. Das heißt, die Größe wird sich rapide verändern. Das hilft mir sicherlich auch beim Kleidungsnähen. Ich glaube, das wird dir sehr. Also, ich habe einige im Freundeskreis, die Erfahrung mit Magenbändern haben. Und ich wünsche dir alles Gute bei dem Eingriff. Und aus der Erfahrung, die ich so gesammelt habe mit den Frauen, die ich kenne, die das gemacht haben, die sind sehr dankbar für die Veränderung, die dann kam. Und ich kann mir vorstellen, dass es erheblich mehr Freude macht zu nähen, wenn man einfach sagen kann, so, und ich nähe jetzt stur diese Größe runter, weil die passt mir. Ich kann das total gut nachempfinden, weil, wie ihr wisst, ich trage ja auch keine Größe 38. Und ich ganz lange, oder als ich angefangen habe, Klamotten zu nähen,
gab es nicht so richtig Label, die größere Größen hatten. Und das, was ich genäht habe, hat dann nicht richtig gesessen. Und das war so frustrierend, das hat mich so genervt. Und das hat mich immer wieder weggetrieben vom selber Kleidung nähen. Und ich habe aber einfach nicht aufgegeben. Ich habe dann immer weiter gesucht und habe glücklicherweise verschiedenste Label gefunden inzwischen, die auch für größere Größen wirklich, wirklich schöne Schnitte machen. Und insofern, ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich glaube tatsächlich, du würdest auch jetzt etwas finden, was du nähen kannst. Es gibt eine ganz hervorragende Community, liebe Petra, die sich die in allen möglichen Größen näht. Also, jetzt sind wir hier, wir wollten Nieten einschlagen und jetzt reden wir über Klamotten in großen Größen. Das ist jetzt ein wilder Bogen, aber das ist mir wirklich ein Herzensthema, ganz ehrlich. Und weil es mich halt selber so lange beschäftigt hat und weil ich für mich den Eindruck habe, wenn man etwas trägt, das wirklich gut sitzt, was nicht kneift, was die richtige Größe hat, und es ist total egal, welche Größe hinten drin steht, richtige Größe in Form von, es sitzt gut, ich fühle mich wohl da drin. Das macht so viel aus für das eigene Körpergefühl. Und ich finde einfach, jeder sollte das haben. Jeder sollte Kleidung im Schrank haben, die er morgens gerne anzieht und in dem er sich wohlfühlt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man das in absolut jeder Größe haben kann und erstellen kann. Es ist sicherlich so, dass jemand, der Kleidergröße 36 hat und Standardmaße, hat es viel, viel leichter. Aber es geht auch in anderen Größen, Petra. Also, und ich weiß, ich habe das immer so gemacht. Ich habe dann immer gedacht, ich will das jetzt nicht nähen, weil ich habe mir ja vorgenommen, über den Sommer abzunehmen. Zu was führt das am Ende? Erstens muss ich von mir selber sagen, habe ich dann meistens gar nicht abgenommen. Und warum sollen wir denn nicht auf dem Weg dorthin? Also, ja, ich habe total falsch angefangen. Ich finde erstmal, man kann sich in jeder Kleidergröße wohlfühlen. Und das ist total egal, was da dran steht. Und es ist total egal, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Worin ich mich wohlfühle, ist richtig für mich. Und ich finde es erstmal grundfalsch, jedem auf den Weg zu geben, in einer anderen Größe wäre das alles schöner oder irgendwas. Nein, das ist es nicht. Ich denke, also das erstmal ganz vorneweg. Nur bei mir war das eben so. Ich hatte so ein bisschen den Anspruch, oh, jetzt will ich was abnehmen. Und dann habe ich mir die schönen Stoffe aufgespart und dann habe ich eben gedacht, das lohnt jetzt alles gar nicht. Und mittlerweile bin ich der Meinung, ich bin so, wie ich bin, vielleicht nehme ich mal ab, vielleicht nehme ich mal zu. Und in jedem dieser Zustände, egal wie viel ich wiege und egal wo irgendwelche Röllchen sind, möchte ich etwas haben, in dem ich mich wohlfühle und das mir steht und das gut sitzt. Und deshalb möchte ich dich einfach ermutigen, liebe Petra, näh dir was. Näh dir was. Ich habe mich oft nicht wohl gefühlt in Bekleidungsgeschäften und ich möchte dir diese beiden Firmen mit auf den Weg geben. Vielleicht hilft dir das, Cashmerette und Helen's Closet. Es gibt noch weitere, aber das sind sicherlich zwei, die ich besonders gut finde. Und versuch es einfach. Versuch dich an einem einfachen Stück, an einem Shirt oder so. Und das. Also mir geht das jedenfalls so. Ich bin so stolz darauf, wenn mir das dann passt und gut sitzt und ich habe das selber gemacht. Und das nimmt einem auch so ein bisschen die Hilflosigkeit, wenn man in einem Geschäft steht und denkt, oh, mit meiner Brust finde ich nie was oder mit meinem langen Oberkörper oder kurzen Beinen oder Hintern oder so. Ich kann es mir doch jetzt so nähen. Und wenn du diese Erfahrung einmal gemacht hast, dass du irgendwas im Kleiderschrank hast, das super sitzt, das du selber gemacht hast, das gibt dir so einen Aufwind, weil es einem diese Hilflosigkeit nimmt, dass man suchen muss, obwohl der Markt gar nicht für einen produziert. So, jetzt muss ich einmal lesen. Ganz viele liebe Worte. Dankeschön. Renate, schönes Kompliment. Danke. Der Vorteil des Nähens ist, dass man die Kleidung an sich anpassen kann und nicht umgekehrt. Ganz genau. Das hat mein Verhältnis zu Kleidergrößen total verändert. Weil es ist egal. Hauptsache es sitzt. Kannst du bitte deine Kleidernähserie auf dem Blog weiterführen? Ich habe das echt schleifen lassen, liebe Julia, ne? Da war irgendwann mal wieder die Zeit weg. Wäre mir echt ein Anliegen. Du hast recht, ich sollte das tun. Hast du Tipps, um die richtige Größe zu nähen bezüglich zu Schneidern? Sollte ich messen mit bestehender Kleidung, zum Beispiel bei den Leggings?
Ich würde immer den Körper vermessen und ich würde da total ehrlich sein. Und das kommt, also bei mir, ich erzähle dir, wie es bei mir ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, liebe Judith. Dann misst du im Laden, gehst du rein und du kaufst Kleidergröße 40, Beispiel. Und dann misst du dich aus in dem Schnittmuster und dann sagt das Beine 38, Hüfte 44 und du denkst, was? Ich bin noch keine 44. Ignorier das. Nähe stur nach den Messwerten, die in dem Schnittmuster angegeben sind. Ignoriere, was für eine Kleidergröße da dran steht. Das hat überhaupt keine Bewandtnis. Das Einzige, was zählt, ist, dass das Kleidungsstück am Ende sitzt. Barbara, das ist ein wichtiges Thema. Frau passt nie zu den gelieferten Schnitten. Zu wenig, zu viel Busen, zu viel, zu wenig. Ja, nee, du bist richtig. Nur weil die Industrie für einen Standard produziert, du bist einfach kein Standard. Und wer will schon Standard sein? Petra, wie du recht hast, es macht mich jedes Mal krank, Kleidung zu kaufen, nur weil sie passt. Gefallen, davon reden wir lieber nicht. Das ist einfach nur scheiße. Darf ich das so sagen? Meinen Kindern sage ich immer, die sollen das nicht sagen, aber ich finde das einfach scheiße. Und ich möchte dich wirklich, wirklich, wirklich ermutigen, lieber Petra, egal in welch, auf, wo du auf deiner Reise bist, nee für dich. Nee für dich jetzt, nee für dich auf dem Weg, nee für dich am Ende. Das ist eine gute Entscheidung. Gesa, das macht gar nichts. Dabei kann man super rumprobieren. Bei mir hat das mit der Prümzame jetzt geklappt, mit den Nieten aufsetzen. Guck mal, ich quatsch über Klamotten, Gesa ist fleißig und haut Nieten rein. Ja, Schnitte müssen ganz oft angepasst werden. Ja, das ist echt so eine Sache. Wenn du dich jetzt mal in deinem Freundeskreis umguckst und jemand geht los und kauft eine Größe 42 und zieht die an, den wenigsten ist das vergönnt, dass denen der Bläser in Größe 42 wirklich perfekt passt. Bei den meisten ist das so, dass dann irgendwie die Schultern zu breit sind oder im Rücken wirft der Falten. Also es trägt kaum jemand Standard. Es gibt ganz wenige, die das Glück haben, dass sie das von der Stange tragen können. Und insofern, das ist doch ein Riesenvorteil beim Selbernähen. Näh für deinen Körper. Der muss sich dir anpassen, nicht du den Klamotten. Und dieser Wandel im Kopf macht so viel mit einem. Und noch etwas, ich habe das, glaube ich, auch schon mal auf dem Blog geschrieben, das hat bei mir einen unglaublichen Unterschied gemacht. Ich, wenn man ganz normal ein Modemagazin aufschlägt oder eine Werbung sieht, dann kriegt man immer diesen Standard serviert. Irgendeine Frau, die vielleicht nicht mal 5% der Gesellschaft sehen so aus wie die, die uns dort entgegengebracht werden. Und man vergleicht sich, ob man will oder nicht, immer und denkt, das ist aber schlecht. Ich bin jetzt aber deutlich dicker und ich habe jetzt aber mehr Brust und meine Beine sind so viel kürzer. Und oh, als ich angefangen habe, Hashtags zu folgen, wie zum Beispiel dem Plus-Size-Hashtag auf Instagram oder Blogs wie Helen's Closet oder Cashmerette oder dem Me Made May oder dem Me Made May Plus, Plus Size. Und ich habe in meinem Feed mittlerweile ganz viele Frauen, die wunderschöne Dinge nähen, die alles haben, von Kleidergröße, weiß ich nicht, 54, 200, das alles dabei. Der komplette Querschnitt der Gesellschaft. Das hat meine eigene Wahrnehmung total verändert, weil ich eben nicht mehr so den Eindruck habe, ich bin anders, sondern ich bin ja eine von denen. Mir begegnen in meinem Feed Menschen aus dem normalen Leben und nicht die ganze Zeit irgendein Model aus der Chanel-Werbung, die mit mir sehr wenig zu tun hat. Also das hat in meinem Kopf total viel mit mir gemacht. Ja, Liesel schreibt gerade, ach, wir haben doch alle da unsere Probleme. Bei ihrer Freundin, die hat halt weniger Busen als die Standard 40. Ja, ist halt so. Wir sind halt alle kein Standard, okay? Tina sagt, ich habe mich noch nicht dazu durchbringen können, selbst Kleidung zu nähen. Ich stelle mir das total schwierig vor. Liebe Tina, das ist genauso wie mit Päcker und mit Ösen und mit allem. Alles ist schwer, bevor es einfach wird. Und ich würde dir einfach raten, wenn du das machen möchtest, nutze ein Schnittmuster, das sehr erprobt ist, das gut geschrieben ist und das dich dabei anleitet, Änderungen durchzuführen. Wenn Englisch, also ich finde es im deutschen Markt tatsächlich schwierig. Wir haben ihn jetzt, mein Gott, jetzt haben wir eines meiner Lieblingsthemen angebrochen. Hui, hui, hui. Also,
Im deutschen Nähmarkt ist es so, dass Schnittmuster relativ günstig sind. Und Makerist tut da sein Übriges, indem es regelmäßig so 2-Euro-Aktionen gibt. Von dem, was da hängen bleibt, nachdem PayPal-Gebühren abgezogen sind und all diese Dinge, von die Kunden jetzt oft gar nicht so wissen, aber da müssen Steuern von gezahlt werden, da muss PayPal-Gebühr von gezahlt werden. Derjenige, der diese Schnittmuster verkauft, verdient praktisch nichts daran. Und dann dürfen wir auch nicht erwarten, dass dort ein super, super ausgearbeitetes Schnittmuster kommt, das irgendwie noch jede Menge Anleitungshilfe gibt, wie man dieses Schnittmuster jetzt an sich anpasst. Das ist leider, leider, leider im deutschen Markt ein echtes Problem. Bei den Amerikanern oder Australiern ist das so, dass man für Schnittmuster etwas mehr bezahlt. Dafür hat man aber ein super, super ausgearbeitetes Schnittmuster, das x-mal erprobt ist in vielen, vielen verschiedenen Größen, wo man zum Beispiel darauf achtet, dass ungefähr ab Größe 44 mit einem weiteren Block gearbeitet wird. Also dann wird umgestellt auf eine komplett andere Körperform, von der ab dann gearbeitet wird. Und wenn ich in ein solches Schnittmuster investiere, habe ich in aller Regel danach auch ein wirklich gut sitzendes Kleidungsstück. Und wenn ich jetzt überlege, wie lange ich Zeit investiere, um zu nähen, was mich das Material kostet, dann ist das Schnittmuster doch am Ende des Tages ein relativ geringer Kostenfaktor. Petra, das freut mich total, dass du dich abgeholt fühlst. Das ist schön. Hummelfilm empfiehlt Ottobre. Das ist eine wirklich gute Zeitung. Die haben auch schöne Schnittmuster, auch bis Größe, manches bis 46, manches bis 52, glaube ich. Veronika empfiehlt die Schnittmuster von Format von Farbmix. Ja, die haben zwei. Einmal eine Hose und die haben ein super Video dazu. Wenn man dieses Schnittmuster kauft, bekommt, das ist relativ teuer. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das kostet 29 Euro. Und dafür bekommt man aber ein Video dazu, wo genau erklärt wird, was man vermessen muss und wie man das im Schnittmuster ändert, damit danach die Hose richtig gut passt. Die haben, glaube ich, auch ein Oberteil. Ich bin nicht ganz sicher. Aber das ist sicherlich auch eine gute Sache. Dieses Format von Farbmix. Aber es gibt eben diesen Klassiker, diese eine Hose und es gibt, glaube ich, ein Shirt. Also das ist jetzt nicht so super, super ergiebig. Aber es ist besser als nichts und es ist sicherlich das Beste im deutschen Markt. Isla erklärt das. Ja, die hat dieselbe Erfahrung gemacht. Sich unwohl gefühlt in Geschäften. Ja. Die Schnitte gehen bis 60. Danke, Veronika. Das ist die Schnitt, das Format Schnittmuster geht bis 60 von Farbenmix. So, liebe Tina. Ein Schwank. Vor 6 Jahren hatte ich noch Kleidergröße 36. Selbst da war es schwierig für mich, Kleider zu finden. Bin auch leider sehr groß für eine Frau. Das ist nichts Schlechtes. Bei Lotte und Ludwig gibt es auch tolle Schnittmuster. Er ist jetzt auch in großen Größen. Anspruchsvoll, aber man lernt echt viel bei den Schnitten. Das ist ein super Tipp, Julia. Ich gucke mir das mal an. Ich glaube, ich habe mal ein Schnittmuster von denen gemacht, aber ich verwechsel die gerade mit Konfetti-Patterns. Ich gucke mir das an. Danke für den Tipp. Sabine sagt, ich bin 1,85 groß und nähe nur noch selbst nach den Schnitten aus dem englischsprachigen Ausland. Es ist so befreiend. Ja. Veronika, dein Ja gilt zu den bis Größe 60 bei Format bei Farbenmix, richtig? Dann ist das so. So, wir haben jetzt einen Riesenexkurs gemacht zu einem absolut fremden Thema. Und ich glaube, jeder, der hier angefangen hat, weil er wissen wollte, wie man Nieten anbringt, denkt, heiliger Bimbam, die haben sie ja wohl nicht alle. Nein, das ist mir ein absolutes Herzensthema und es ist mir so wichtig, das loszuwerden. Und wenn es nur einem einzigen heute geholfen hat, dann war es gut so. Ah, okay. Svenja ist sehr nett, wohnt bei meinem Opa um die Ecke. Das ist Lotte und Ludwig, das ist Svenja, ja? Guck mal. Ich gucke mir das mal an. Ich probiere das mal aus. So. Viertelstunden, eine Niete. Glückwunsch. Nee, drei. Ha, an die haben wir doch auch gedacht. Ich muss hier doch mal weitermachen, Mensch. Wir können, also ich war ja der festen Überzeugung, ich habe das vorhin noch ganz großspurig erzählt. Heute super kurze Nummer, wir müssen dann nur noch die Nieten einschlagen, dann sind wir fertig, dann will hier eh keiner mehr zugucken, dann haben alle einen fertigen Päcker.
Jetzt haben wir eine Viertelstunde hinter uns, haben über Gott und die Welt gequatscht und über mein Herzensthema und so weiter. Egal. So, ich mache das jetzt auf der Gegenseite auch. Ihr seht, was ich mache. Ich popel hier so ein bisschen rum. Ina will wissen, was mein Mann dazu sagt. Mann! Der fragt sich gleich, was ich hier für komische... Das hier, ich zu viele Fragen. Was das hier ist, das ist ein Stiletto. Der ist von By Annie. Den haben wir seit gestern im Shop. Der ist total super. Ich habe den jetzt gerade zweckentfremdet. Der hat einen anderen Zweck eigentlich. Ich erkläre das aber mal ganz schnell. Weil das ist super. Das ist wirklich was Tolles, was man sich mal gönnen kann. Also, pass auf. Upsala. Ich kriege ja irgendwie jetzt heute mein Ding nicht reingepuppelt. So, ich zeige es kurz. Das hier ist ein Stiletto. Stilettos sind dafür gedacht, dass wenn du zum Beispiel ein Binding annähst und irgendetwas besonders gut festhalten willst, kannst du, das hat so eine angeraute Spitze, das haftet auf dem Stoff, kannst du deinen Stoff bis an die Nähnadel führen, bis die Sekunde Millimeter davor, da wo dein Finger schon längst nicht mehr hinkommt. Du kannst also viel, viel akkurater etwas ranführen. Das ist total praktisch, zum Beispiel beim Binding nähen. Auf der Rückseite hat das so eine Kante. Damit kannst du, wenn du Nähte auseinander pressen willst, einmal lang gehen. Ich nutze das auch bei Paper Piecing und zum Beispiel, wenn ich hier so, zum Beispiel Leder oder Wachstuch, wenn ich diese Kante umlegen will, dann brauche ich da nur so drüber gehen und der legt mir das um. Also ich finde beide Seiten extrem praktisch. Also ich finde, ein Stiletto ist ein wirklich toller Helfer. Ich habe den jetzt hier nur gerade zweckentfremdet, weil der hierfür geeignet ist. Ina wollte wissen, was mein Mann dazu sagt. Meinst du zu unseren Nähabenden oder zu meinem Klamottennähen oder zu was? Zu mir? Was sagt mein Mann zu mir, Schatz? Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Keeper Du. Also, ich mag das Label. Ich mag ihren Style. Ich war mal Probenäher für Kinder, für die Babysachen von denen. Ich kann nur Gutes sagen über Keeper Du. Es gab auch manche der Schnitte für größere Größen, weil ich mit dem Standard nicht so gut klarkomme. Ich muss aber gestehen, ich habe es nie genäht und ich habe es auf Probenähern gesehen und ich finde das schon doof, wenn da Bilder von Probenähern sind und es sitzt vorne und hinten nicht bei denen. Dann weiß man natürlich nicht, ist das jetzt den Nähkenntnissen geschuldet desjenigen oder ist das Schnittmuster einfach so. Ja, und das, irgendwie hatte ich dann gar keine Lust, das zu nähen, weil es gibt so viele Hersteller, die sich extrem viel Mühe geben, sehr gute Schnittmuster, schicke Schnittmuster, so zu konzipieren, dass sie auch auf meinem Körper vernünftig aussehen. Ich weiß nicht. Wenn dann was nicht gut aussieht und Probe nähen, dann lasse ich das. Ich plane gerade mein zweites Hummelfilm, das verstehe ich gar nicht, was du da geschrieben hast. Vielleicht ein Sew-Along für ein einfaches Kleidungsstück, obwohl wir dann wahrscheinlich einen Monat jeden Abend nehmen. Judith, das wird unser Problem sein. Wir kommen nicht vom Fleck. Ich bin das schon öfter gefragt worden, warum es nicht eine Box gibt für Leute, die Klamotten nähen, weil es eben viele gibt, die sagen, das liegt mir mehr. Das ist tatsächlich...
Ich bin keine Schneiderin. Was ich mache, habe ich selber rausgefunden. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, tatsächlich, das anderen so. Vielleicht muss ich da selber noch mal so ein bisschen mehr mich bis ins letzte Detail einfuchsen. Und das Zweite ist, dass es, glaube ich, sehr schwierig ist. Ich möchte nicht Schnittmuster nähen bis Größe 42, was halt so irgendwie der Standard ist. Ich möchte jeden mitnehmen, der mitgenommen werden möchte und der selber nähen will. Das heißt, wir bräuchten immer Schnittmuster, die für eine Riesenrange an Menschen passt. Und es gibt in meiner Wahrnehmung nicht so viele davon, die für so viele Leute passen. Also es gibt einige wenige Labels, die ich da wirklich, wirklich empfehlen kann. Aber wer weiß? Vielleicht kommt der Tag, wo wir hier alle zusammen unseren Badeanzug nähen. Ina wollte wissen, was mein Mann zu den Nähabenden sagt. Mein Mann findet das völlig okay. Der guckt ab und zu mal rein und sagt, was schwafelst du da immer so viel? Er ist immer genervt, weil wir immer super schnell Abendbrot essen müssen, damit ich rechtzeitig hier bin. Und das findet er doof. Aber was soll's? Bei Klamotten, Sabine, du hast recht. Zweite Problem. Angenommen, man würde jetzt eine Box machen für Kleidungsnäher. Was soll ich denn da schicken? Welche Farbe mag denn bitte jeder anziehen? Wie viel schicke ich? Angenommen, ich schicke 2,5 Meter für, weiß ich nicht, eine Tunika. Und jemand in Kleidergröße 32 sagt, wieso habe ich denn jetzt 2,5 Meter davon? Mir hätte doch auch 95 Zentimeter gereicht. Also ich finde, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Das geht nicht. Erstmal ist der Bademantel dran. Tischi, du hast recht. Mein Bademantel. Ich muss mal so dringend wieder nähen. Und jetzt ist der Moritz wieder da. Moritz, Bademantel nähen, bist du dabei? So, Petra gibt gerade den Tipp, kennt einer von euch die Sendung von Blabla Café auf YouTube? Oh nee. Dort gibt eine Schneidermeisterin Tipps zur Klamottenherstellung. Ich habe das mal gesehen, aber nicht wirklich verfolgt. Aber jetzt tue ich's. Ja, Moritz, der Bademantel. Bei uns ist die Badesaison eröffnet, Moritz. Wann sehen wir uns? Für alle, die das nicht wissen, Moritz ist ein guter Freund der Familie und Moritz, du bist 12, oder? Ich glaube, Moritz ist 12. Badeanzug nähen? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit doch, Petra. Schwimmen ist schön. Und mit Badeanzug ist es irgendwie angebrachter in öffentlichen Einrichtungen. Ganz bald, 11. Okay, Moritz ist haarscharf vor 12 und ich habe Moritz sehr, sehr gern. Du kannst ein bestehendes Muster aussuchen und wir sollten alles notwendige Sachen besorgen. Zugegeben, das stimuliert deinen Umsatz natürlich nicht gerade. Ganz ehrlich, liebe Judith, ich mache das hier nicht, um meinen Umsatz nach oben zu treiben. Ich mache das hier, weil ich das total schön finde, dass wir hier eine Gemeinschaft haben. Und das kann ich jetzt nur sagen, ich hoffe, du glaubst mir das. Ich möchte, dass die Menschen, die die Box abonniert haben, die Box auch vernähen. Ich möchte nicht, dass ihr Boxen sammelt, sondern ich will, dass sie euch Freude macht, dass ihr fertige Projekte am Ende in der Hand habt. Und ich habe so den Eindruck, wenn wir miteinander nähen, dann näht ihr mehr. Das ist der Grund. So, ich habe jetzt hier wieder eine Niete eingeklipst. Ich glaube es nicht, dass sie 1,5 Stunden brauchen, um 2 Nieten einzuschlagen. Diese Folge ist mein persönlicher Rekord. Mein YouTube-Rekord. Moritz, nähst du mit uns einen Badeanzug? Welches nähen? Ina, willst du mir sagen, du nähst jetzt gar nicht? Erika schreibt, die Nähabende haben mich auch echt über die Corona-Zeit gerettet. Oh, ist das schön!
Ja, das war, glaube ich, eine einfach nur harte Zeit für uns alle. Wahrscheinlich aus sehr unterschiedlichen Gründen. Ich wusste nicht, wo vorne hinten ist. Ich hatte den stressigsten Monat meines Lebens, der April. Nicht zuletzt, weil ich ja auch zwei Kinder zu Hause hatte die ganze Zeit, die auch Aufmerksamkeit brauchten und betreut werden mussten bei Schulsachen und so. Und das neben allem anderen. Das war so anstrengend. Und ich glaube, ganz viele, für die war das eine unglaublich einsame Zeit. Weil gerade wenn man zum Beispiel alleine lebt, stelle ich mir das so schlimm vor. Ich habe sehr mitgelitten mit allen Menschen in Seniorenheimen, die keinen Besuch empfangen konnten. Ich habe extrem mitgelitten mit kranken Kindern, die keinen Besuch empfangen durften. Menschen im Krankenhaus, ich fand das total schrecklich. In manchen Krankenhäusern durften die Väter nicht mit zur Geburt. Ich finde das unfassbar. Ich habe leider im engeren Umkreis zwei Menschen verstorben. Sehr, sehr kleine Beerdigungen im allerengsten Kreis. Die Menschen durften sich am Grab nicht mal in den Arm nehmen. Wie grausam ist das denn? Also das sind ehrlich gesagt so meine zentralen Erinnerungen an die Corona-Zeit. Und ich fühle sehr mit allen, die es ganz schwer hatten, aus verschiedensten Gründen. Weg mit den Boxen? Was? Wie? Weg mit den Boxen? Was ist hier los? Ich vernähe die Boxen immer möglichst leicht und habe so viel Freude dran. Liebe Astrid, das ist total schön. Ich glaube, ich muss mir wirklich im nächsten Monat mehr Mühe geben, dass wir diese Schnittmuster schneller auf den Weg bringen. Das hat uns so viel Zeit gekostet. Und ja, da haben wir echt mit gekämpft. Aber ich weiß, dass es für euch total doof war, dass ihr warten musst. Das tut mir auch so leid. Auch wenn wir erst zwei Nieten eingeschlagen. Drei, bitte. Drei. Eins, zwei, drei. Wir sind bei Niete drei. Auch wenn wir erst zwei Nieten eingeschlagen haben, wir hatten tolle Gespräche. Das ist viel wertvoller. Ich finde auch. Das hast du bei mir auf alle Fälle erreicht. So ist es. Ich nähe mehr, schiebe nicht mehr so auf und verbrauche mehr schöne Stoffe. Geh, ich freue mich. Kennt ihr eigentlich Minimalist Machim? Habe ich das jetzt richtig auf Instagram? Ich habe noch nicht mal den Namen verstanden. Was macht der denn, Liesel? Teschi sagt, ich wohne allein und es war echt hart. Ich habe mich richtig auf die Schule gefreut, auch unter diesen absurden Bedingungen. Ganz ehrlich, ich verstehe dich total. Also ich bin ein kommunikativer Mensch. Hätte jetzt nicht drauf gekommen, weiß ich. Und ich hatte halt Ansprache, weil ich nicht alleine in einem Haushalt lebe. Ich habe mir wirklich versucht vorzustellen, wie das ist. Und ich habe das mitbekommen bei meinem Mann, der Kollegen hatte, die im Homeoffice waren, die ganz alleine waren die ganze Zeit. Und die auch gesagt haben, ich drehe hier durch, ich drehe durch, ich kann das nicht mehr aushalten. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass mir das so ähnlich gegangen wäre. Die hat neulich sehr schöne Unterwäsche genäht. Ich war total beeindruckt. Von daher Badeanzug gerne. Also, es gibt einen Mörder-Unterwäsche-Account auf Instagram, die macht Hammer-Unterwäsche. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich glaube, den muss ich nachreichen. Das gucke ich mir immer an, das ist ganz toll. Alleinlebender Single. Meine Mutter ist im Februar ganz kurz vor Corona gestorben. Wir waren vier bei der Beerdigung. Oh Gott, Petra. Das ist. Ich finde, das ist. Ich finde, alleinlebender Single, das ist nichts Schlechtes. Also ich finde, das ist jetzt, ich finde, man muss in keiner Beziehung sein, um glücklich sein. Das ist keine Zwangsverknüpfung. Aber alleine oder relativ im sehr engen Kreis an einer Beerdigung zu sein von einem ganz nahestehenden Menschen, stelle ich mir sehr hart vor. Petra, das tut mir sehr leid. Ich bin schweißgebadet. Das zweite Loch wollte nicht rein. Ulrike! Himmel, das ist Wachstuch. Du musst es doch nicht durch Stahl kloppen. Gesa, das stimmt. Ich finde schon, dass wir hier eine Gemeinschaft sind. Ist eine Frau. Minimalist machen. Ich hoffe, ich kann mir den Namen bis gleich merken. Ich muss mir ja noch Lotte und Ludwig merken. Ich habe hier im Kreis Heinsberg seit Karneval keinen Menschen mehr berührt. Umarmungen fehlen mir total. Teschi, ich glaube, das kann
kaum jemand so viel stehen wie ich. Ich bin ein totaler Umarmtyp. Ich drücke und ich finde das auch absolut. Ich finde dieses affige Küsschen links, Küsschen rechts, kann ich nichts mit anfangen. Entweder ich sage jemandem freundlich Hallo oder er wird gedrückt. Und gedrückt wird mit ganzem Herzen. So gehört sich das und alles andere macht für mich keinen Sinn. Und es fehlt mir total. Also wenn ich jetzt Menschen gegenüberstehe, die ich gerne habe und ich kann die nicht in den Arm nehmen, das ist richtig, das tut mir richtig körperlich weh. Ja, Ina, deine Kinder sind schon wieder bei der Schule. Meine dürfen nur sehr vereinzelt, mal einzelne Tage. Das ist nicht schön. Ich habe eine Katze. Haustiere sind Gold. Da, du, Mirella weiß es. Meinst du Emerald Erin? Genau, so heißt die. Emerald Erin, das ist die mit der Unterwäsche. Die ist großartig. Die hat einen Shop, da verkauft die nur Zubehör zum Nähen für Unterwäsche. Ist das eine Kanadierin? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die ist super. Liesel schickt mir eine DM. Auf jeden Fall kannst du mir eine DM schicken. Ich kann die aber jetzt gerade nicht lesen. Später. Teschi, ich drück dich auch. Genau. Teschi, wir umarmen uns jetzt gerade virtuell, okay? Ganz feste, so. Bauch an Bauch hat meine Tante mir beigebracht. Boah, jetzt quatschen wir nur noch. Das erinnert mich an eine goldene Hochzeit. Und das Ehepaar, das so weit in den 70ern war, er hatte einen unglaublich dicken Bauch und sie hatte auch so ein Bäuchlein und die wollten miteinander tanzen und die hatten ihre liebe Mühe, weil die Arme gar nicht mehr so richtig reichten, über ihre jeweiligen Bäuche hinweg. Daran muss ich jetzt denken, bei Bauch an Bauch, das war so ein wunderschönes Bild. Lukas, ich würde auch gerne mal wieder meine Söhne umarmen und meine Schwiegertöchter. Ja. So. Ich habe ja nicht, ehrlich gesagt, habe ich nicht den Eindruck, dass ich euch irgendwas von heute mitgeben kann. Ich wollte euch noch eine letzte Sache zeigen. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr regelmäßig nutze. Und zwar ist das dieses Tool. Da gibt es diesen Stift und dann gibt es diese Platte. Und auf der einen Seite kann man was einschlagen und diese Seite kann man nutzen, um zum Beispiel eine Niete einzuschlagen. Ich mache das so, dass ich knuddel euch alle zurück. Ich küsse euch auch jeden Abend und ich hoffe, die kommen alle an. So. Ne? Also, ich lege das jetzt, ich mache das so. Ich nehme dieses Teil mit der runden Seite, ich lege da sicherheitshalber noch ein bisschen Filz rein, nur um meine Niete nicht zu zerkratzen. Dann lege ich die Niete in dieses Bett aus Filz und hau da mein Hammer drauf. Schon ist sie drin. So. Nach einer Stunde und 32 Minuten, nee, stimmt nicht, wir haben leicht versetzt angefangen. Insofern, nach einer Stunde und 28 Minuten haben wir es fertiggebracht, 5 Ösen in eine Tasche zu hauen und uns gegenseitig ganz viel Gutes zu tun. Der zweite Teil war wichtiger heute. Und meine Tasche hat 5 Ösen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich euch heute etwas habe zeigen können. Es fühlt sich so ein bisschen so an. Es gibt die Variante Hammer. Denk dran, etwas unterzulegen, um deinen Tisch nicht kaputt zu machen. Klopp immer von der Rückseite, damit die Vorderseite schön bleibt. Das hier ist ein gutes Tool, wenn euch das mal begegnet. Irgendwo ist das eine wunderbare Gelegenheit. Ich finde das ganz toll für Nieten. Wir haben gelernt, dass ein Stiletto für vieles nützlich ist, auch zum Löcherpopeln. Ich habe euch von Herzen diese Zange empfohlen. Die gibt es nicht in meinem Shop. Ich könnte mich mal drum kümmern, aber keine Ahnung. Hauptsache, diejenigen, die Interesse an sowas haben, wissen, dass es sowas gibt. Wenn ihr also häufiger mal Schlüsselanhänger macht, die ist super. Zum Nieten einsetzen auch. Und es gibt die Primzange, mit der ich persönlich auf Kriegsfuß stehe, wo die gute Teschi aber alles weiß, was es zu wissen gilt und uns allen angeboten hat. Teschis Nähstube, so heißt ihr Instagram-Account. Teschi ist ganz wunderbar. Es lohnt sich aus sehr vielen Gründen, ihr zu folgen. Teschi hat einen leichten Hang zu Rosa, Pink, nur so ein Müh.
werdet ihr sehen. Und macht ganz wunderbare Stories, zeigt oft, wie sie etwas näht. Und sie hat uns fest versprochen, ich nagel dich darauf fest, dass sie uns in ihren Stories etwas mehr zur Aufbewahrung und zum Anbringen mit der Zange zeigt. Ja, dieses Thema gebe ich vertrauensvoll in deine Hände, das kannst du besser als ich. Und am Ende des Tages werden wir alle unsere Lederteile aus der Box an irgendetwas dran gekloppt haben. Ja? Ja? Nicht in der Box liegen lassen, baut sie an irgendetwas dran. Wenn dann endlich das zweite Schnittmuster kommt, es tut mir leid, dass ich auch damit in diesem Monat im Verzug bin. Also ich sage das jetzt nicht nur so, das tut mir wirklich leid. Ich wünschte, die Dinge wären anders und einfacher im Moment. Aber ich muss mit dem leben, was sich hier irgendwie handeln lässt und versuchen dabei auch nochmal ab und zu eine Stunde Schlaf zu kriegen und dann bleibt nichts. Dann muss manchmal etwas warten. Und es tut mir leid, dass dieses zweite Schnittmuster so ein bisschen ins Stocken geraten ist, aber auch da kann man ein Lederstück dran kloppen. Also wenn ihr am Ende eins über habt, behaltet es. Auch da werdet ihr nochmal eine Anwendung finden. Jetzt muss ich mal ganz kurz lesen. Oh doch, viel Gutes, Interessantes, Zuneigung und viel Spaß. Ja, hier wird Liebe ausgetauscht. Echte Liebe. Ah nee, das. Oh Gott, das war der Slogan von Borussia Dortmund. Warum habe ich das gesagt? Was habt ihr denn da für ein Thema? War jetzt alles nacheinander nochmal ins Bett? Oh Gott, Susanne war kurz weg und will jetzt wissen, was wir hier gemacht haben. Susanne, es tut mir leid, das kann ich unmöglich zusammenfassen. Ich habe jetzt mal versucht, in 2 Minuten zusammenzufassen, was wir in 1,5 Stunden besprochen haben in Sachen Nieten in Tasche kloppen. Dazwischen haben wir sehr lange über Kleidung nähen gesprochen und über unsere wunderbaren Körper, über unser aller Zuhause und dass wir wunderbare Sachen nähen wollen, um diese Körper irgendwie, wie soll ich sagen, so zu verpacken, dass wir uns so richtig, richtig wohlfühlen. Darüber haben wir gesprochen. Ein Hauch rosa. Also Teschi hat schon da eine echte Leidenschaft für diese Farbe. Ich sehe schon, ihr folgt ihr, ihr wisst das alles. War sehr schön heute. Danke und schöne Pfingsten euch allen. Ja, Heidemarie. Ich habe, also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das war ein maximal verwirrter Abend. Und gleichzeitig war er total schön. Ich habe das sehr genossen mit euch. Allen ein schönes Pfingsten. Ja, das wünsche ich euch auch. Fühl dich ganz fest. Ich möchte explizit heute der Petra ganz liebe Grüße schicken. Und wünsche dir das Allerbeste für das, was dir vorhersteht. Du hast ja gesagt, du möchtest da einen Eingriff machen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Egal, in welchem Zustand er denn ist. Ich wünsche dir, dass das der finale Zustand ist. Dass du dich richtig wohl mit dir und in dir fühlst. Das ist mein ganz, ganz fester Wunsch an dich, Petra. Alles, alles Gute. Freue mich auf Juni. Ja, im Juni geht's weiter. Der Juni wird so ganz anders als der Mai. Und ich bin total gespannt. Also doch, Dortmund. Oh Gott, Liesel. Das war doch alles ein Versehen. Das tat der Seele gut. Doris, du tust meiner Seele gut. Echte Liebe. Petra, jetzt hört auf. Das war ein totales Versehen. Ich wollte das nicht. Ich habe Dortmund ist nicht meine Abteilung. Wir sehen und hören uns alle im Juni. Und vorher, wenn ihr möchtet, wird es YouTube-Videos geben. Das ist dann halt kein Dialog. Das ist, ich erzähle euch was. Das ist dann die Kurzfassung mit etwas spezielleren Themen. Wir haben da ganz viele schöne Sachen vorbereitet. Wir umarmen alle die Petra, schreibt die Erika. Ich schließe mich an. Liebe Petra, schließ deine Augen und fühl dich ganz feste gedrückt. Ich bin sehr froh, dass du hier in unserer Gemeinschaft bist, mitten hier bei uns. So, zauberhafte Pfingsten euch allen. Tanja, Kuss ans andere Ende von Bochum. Liebe Angelika, alles Liebe. Veronika, viele Grüße in die Nähe von Münster. Bei manchen von euch weiß ich ja sogar, wo ihr herkommt. Ist das, oh Gott, habe ich jetzt gegen Datenschutzregeln verstoßen? Ach du Scheiße. Mein Gott, ich bringe mich hier um Kopf und Kragen. So, ihr Lieben, also,
Ich versuche jetzt hier gerade noch ganz viel zu lesen und gleichzeitig Tschüss zu sagen. Und ich sage 13 Mal Tschüss und dann lese ich immer noch und dann lese ich immer noch, aber das macht ja alles keinen Sinn. Also, einen dicken Kuss an euch alle. An jeden Einzelnen von euch, der dabei war und der sich hier, an jede, die sich hier so schön immer beteiligt. Das ist so schön, weil ihr dabei seid. Das ist so viel schöner, seitdem wir hier einen Dialog am Laufen haben. Und ja. Ich hoffe, ihr habt alle einen Päcker. Ich hoffe, ihr schickt mir Fotos von euren Päckers. Ich bin da immer total neugierig drauf. Und wir stocken gerade alles auf. Reißverschlüsse, wir haben uns auf Gunmetal geeinigt. Es gibt noch nächste Woche Dienstag neues Wachstuch. Also wenn ihr noch mehr Päckers nähen wollt, die Chance ist gegeben. Und vielleicht habt ihr auch im eigenen Vorrat noch Dinge, die sich dafür ganz wunderbar eignen. Hauptsache, es wird genäht. Das Entscheidende ist, dass wir nähen. Okay? Also, ihr Lieben. Ich wünsche euch wunderschöne Pfingsten. Auf ein neues im Juni. Letzter Kuss für heute. Tschüss.